Was gibt's schöner als eine verschneite, verschlammte Straße? Und ein Fahrzeug, was nicht für solche Sachen ausgelegt ist. Jetzt hat aber ganz schön zu kämpfen. Aber ich wollte. Achso, ich habe kein Allrad an, sehe ich jetzt erst. Ich würde mir erstmal die Strecke markieren, die ich da hoch muss. Fahr nicht am Sägewerk vorbei. Nö. Ich fahre Hauptstraße, ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich will nur hoffen, dass ich mit dem großen Hänger da oben langkomme. Ja doch. Interessant wird es nur, über diese Mini-Brücke zu fahren. Mit dem großen Hänger, den du da hast. So, es wird endlich mal wieder Nacht im Spiel, Nacht im Schnee, ole ole. Oh, ich habe ja Scheinwerfer, kann ja nichts passieren. Und ich habe ja Allrad. Du hast ein allseits immer Rad, das ist sehr gut. So, je nachdem wie schnell ich hier wende, kann ich dir auf der Brücke sogar entgegenkommen. Kannst du mich mit dem Kran mal besuchen? Ich stehe direkt an der. Obwohl, ich bin noch nicht. Warte mal, ich bin noch nicht. Ich glaube zwar nicht, dass einer dieser Bäume auch nur im Einsatz schaffen könnte. Halbes Prost, ja, maximal ein halbes Prost. Sag mir, wenn ich den Kran auspacken soll, so lange fahre ich noch mit dem anderen Fahrzeug in deine Richtung. Ich kämpfe gerade. Yes. Ich kämpfe mich wieder raus. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich meine, das ist klar. Braucht nur mal ein kurzes Schlummerchen. Wenn LKW müde, dann ist LKW müde. Das ist ganz einfach. Alles wird gut, habe ich früher auch mal geglaubt. Ja, und dann kam die Realität und hat einfach die Fresse geschlagen. Ja, wenn man schnell genug trinkt, muss man nicht wieder ausspucken. Nee, nee. So, Achtung, ich bewege mich auch auf der Hauptstraße. Auf welcher Höhe bist du im Moment auf der Hauptstraße? Prozent unserer Basis. Okay, ich bin noch vor der. Ah, ich sehe die Brücke jetzt gerade. Du wirst sicherlich meinen dezenten Lichtschein erkennen. Wahrscheinlich. Aber ich bin trotzdem lieber vorbereitet, nachdem wir das letzte Mal. Tankstelle? Dann sollten wir zwischen Tankstelle und Brücke oder auf Brücke treffen. Ich sehe Brücke. Ich bin jetzt an Brücke. Ich sehe Lichtkegel. Da du kein netter Mensch bist, lässt du mich mit der schweren Ladung eh nicht durch, das war mir klar. Das ist klar, du fährst wieder mal mit Anhängern spazieren. Ja, klar. Ansonsten schaffe ich es nicht, mittelgroße Rohre und Ersatzteile zu liefern. Ich habe keine Lust, zweimal zu fahren. Lieber einmal mehr umkippen als zweimal fahren. Oder so. Hey, ich fahre jetzt nochmal hoch zum Flughafen und hole mir 4 neue Versorgungsgüter.
kann die Abkürzung nehmen. Scheiße, ich muss jetzt abbiegen hier unten. Da unten war irgendwie so eine ganz enge Brücke, ne? Ja. Aber wenn du langsam fährst und präzise, dann klappt das. Die Worte langsam und präzise von dir. Ich hab's auch geschafft mit dem Anhänger und zurück. Hat funktioniert. Auch dann nicht mehr zurück. Doch, der Anhänger muss zurück. Das ist dein Anhänger. Juckt mich nicht. Ich kauf dir nie wieder einen Anhänger. Das Gute ist, der Anhänger muss nur bis zur Fabrik, also quasi einmal über die Kreuzung drüber. Ah, okay, das ist gut. Da ist nämlich auch ein Anhängershop. Nein. Doch, ich kann hier abgeben. Oh, Gott sei Dank. Wie keine Fracht zum Verladen. Übergroße Fracht. Hast du... Warte mal, V. Fracht verladen. C. Ah. Nicht, dass du da jetzt auf einmal... die Bohrausrüstung mitgenommen hättest. Die gibt's da nämlich auch an der gleichen Stelle. So, ja, das hatte ich gesehen. Mir wäre es wahrscheinlich passiert, dass ich dann aus Versehen die Bohrausrüstung zur Pipeline und die übergroße Fracht zur Bohrdings mitgenommen hätte. Muss ich hier aber irgendwo wenden. Das wird lustig. Jupp. Mal sehen, vielleicht musst du ja... Also ich muss da jetzt auch nochmal durchfahren. Die Frage ist, ob du vor mir gewendet hast, also bevor ich da bin oder nicht? Ja, ich bin schon fast wieder auf der Brücke. Ach so, na dann. Das ging ja einfach. Ich habe da doch eine Sekunde länger gebraucht, um zu wenden. Das sehr radikal. Bei mir geht es da nicht um hübsch aussehen. Ja, ja, das habe ich auch. Hübsch aussehen ist das, was ich beim Zugfahren machen kann. Bäume sind ja auch eher Empfehlungen, da nicht lang zu fahren. Keine Bäume. Ja. Map. Heimathafen. Reinspringen in das Tankfahrzeug. So, du könntest jetzt die Rücksetzdings machen. Moment. White Western. Wasser. Pitcher auf Liga verkaufen. Zurückspringen. Nicht in den Pritschenanhänger bitte, sondern in den anderen White Western. Zack. Fahrzeug ist wieder frei. Und bevor ich da jetzt lang fahre, nehme ich die andere Route. So, jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, haben wir da nochmal eine neue Sache aufbekommen?
Nein. Nein. Tatsächlich ist dann die Sache, die Versorgungskisten, glaube ich, die ich gerade mache, die letzte, die rein auf dieser Karte ist. Dann müssen wir mal schauen, wo wir die anderen Sachen machen. Boah, das war jetzt eine super Kamerafahrt. Strecke ja frei. Richtig. Dann würde ich jetzt noch mal an den Platz fahren. Mhm. Könntest du mir gleich wieder noch mal so einen gleichen Hänger holen? Mhm. Wobei rein theoretisch reicht für die Bohrausrüstung auch ein Vierer. Ja, klar. Aber ich gebe dir auch gerne einen Fünfer. Nur für dich. Das Bier ist okay, aber ich mag diese Hängersorte. Mit ja. Den blauen nach oben. Ja, das Problem ist, die Vierer gibt es halt nur als, nicht als Tieflader, sondern als Hängerhänger. Ja. Nee, Hängerhänger als du. Ich weiß. Dann sag Bescheid, wenn du da bist. Bist du da? Okay, dachte ich, allerdings jetzt nehme ich das mal als ja, weil ich habe kein Wort verstanden, was du, falls du was gesagt hast. Ja. Gut. Ja. Jo, da. Ah, yes. Sie? Okay. Dann nimm deine Hänger und sei glücklich. Da hinten steht ja auch noch ein Hänger. Oh nein! Warum stehen die überall Hänger rum? Vor allem so gut mitten auf der Straße geparkt. Oder soll ich sagen, mitten auf dem Schlammweg? Kenne ich ja witzigerweise. Der Streamer ist doch nicht abgelenkt. Der macht sich nur ab und zu mal Gedanken. Mhm. Auch Streamer können denken. Tun sie zwar nicht oft, aber manchmal passiert's. Ah ja. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Gerüchte. Es ist rutschig. Niemand glaubt mir, dass ich manchmal denke. Mit mir ich glaube, am Anfang hatten sie so viel. So cool ist mag die Bots. Das ist halt die Frage, wie man mit ihnen umgeht. Meinst du mit den Bots und Golis? Am besten ein eigenes Zimmer geben und in Ruhe lassen. Und sich die Augen zu halten.
Ja, oder das? Boah, Ausrüstung brauchen wir aber, also. Kann sein. Ja, wenn ich muss es direkt machen. Warum habe ich eigentlich die Aufgaben nicht angezeigt? Das wäre viel einfacher. Boah, Ausrüstung, ja. Das kann nur gut werden. Ich habe nichts anderes bezweifelt. So, und jetzt fahren wir wieder da hoch. Na dann. Zum Glück ist die Straße immer noch nicht vereist. Gar nicht. Jo. Überhaupt gar nicht. Naja, und gleich wieder mit dem Hänger raus. Ah, Freude. Der Satz, ich habe nichts anderes bezweifelt, widerlegt die Aussage des Lieber Könding. Was? Wer hat die Aussage denn gemacht? Also, da könnte ich mich ja dran erinnern, wenn das hier jemand die Aussage gemacht hätte. Also. Und hier macht niemand eine Aussage. Ja, vor allem nicht ohne Anwalt. Richtig. Und mit Anwalt gleich erst gar nicht. Richtig. Ah, liebes Sägewerk, die allererste Fuhre Verbrauchsgüter ist endlich angekommen. Niemand hat vorher jemals Verbrauchsgüter in diese Richtung geliefert. Puh. Ist irgendwas dazugekommen? Nein. Darum kümmern wir uns mal später. Jetzt bringen wir erstmal diesen Hänger hier zurück. Jetzt ist einer mal aufgeräumt. Ich habe jetzt den großen Bohrdings hinten drauf. Okay. Und würde jetzt nach Nordhafen fahren. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir jetzt die Aufgaben mal so durcharbeiten, weil dann könnten wir nächste Woche nach Russland. Nee. Ja doch, wir fahren erst nach Russland, dann machen wir Holz. Stimmt, machen ja. Die Holzsachen haben wir so oder so gesagt, machen wir ganz am Ende, weil... Ja, ich sag mal, wenn wir die russischen Fahrzeuge dann noch haben, ich denke da an den Colors, dann wird es natürlich spannend im Wind. Ja, dann kommen wir auch mal ein bisschen vorwärts bei den Holzteilen, weil wir haben es ja schon versucht, mit den Sachen, die man am Anfang bekommt, haben wir eine Lieferung gemacht. Einer vorne gezogen, der andere hatte das Zeug hinten drauf und wir sind trotzdem fast nicht weitergekommen.